Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mit einem ganz kurzen Video. Und zwar wollte ich ein paar Sachen beantworten. Und zwar eine Frage, die in letzter Zeit sehr oft kam. Wieso sind meine Pokémon immer so halb tot oder nicht geheilt? Ich soll die mal alle endlich heilen. Und darauf basierend dann die nächste Frage. Und zwar, was ich so in meinem Inventar alles habe, was ich wegschmeiße, wie viel ich von was behalte und sowas. Also erstmal, wieso alle tot sind. Ich blende hier sogar kurz was ein. Und zwar ein paar Raids, die ich letztens gemacht habe oder ein. Wo ich nicht mal mehr reingegangen bin, sondern draußen geblieben bin, weil ich gestorben bin. Weil echt mein ganzes Team verletzt war und dann nicht direkt draußen war. Und das liegt daran, dass ich in letzter Zeit echt viele Arenen mache. Ihr wisst, ich will ein paar Sachen jetzt auf Gold bekommen. Lange nachdem das neue Arena-System rausgekommen ist, habe ich mich nicht drum gekümmert. Weil jetzt habe ich langsam angefangen und versuche hier alles auf Gold zu machen. Und dementsprechend viele Pokémon immer verletzt. Ich habe letztens im Stream sogar ein paar geheilt, weil die Zuschauer das wollten. Aber tun wir es jetzt erstmal kurz. So. Dementsprechend auch eine weitere Frage, die mir sehr oft gestellt wird in letzter Zeit. Wieso ich nur sehr schwache Pokémon reinstelle. Das liegt A daran, dass die Gegend hier sehr, sehr aktiv ist. Und das hier gar nicht hält, egal was ich reinstelle. Und zweitens, deswegen stelle ich schwache Sachen rein. Weil meine Feinde, meine Gegner dann wenig EP bekommen, wenig Punkte. Und ich Tränke spare, weil die sind momentan echt sehr selten und ich brauche echt jeden Trank. So. Okay, das hat Galaxo nicht mal voll geheilt. Krass. Und ein Geowatz auf jeden Fall. Ich habe sogar noch einen Trank. Hier. Bitte. Ihr könnt schon sehen, ich habe ein paar geheilt. Aber hier könnt ihr nochmal sehen, wie viele von mir tot sind eigentlich. Also nicht tot, aber angeschlagen. Heute. Okay, die schmeiße ich hier weg, die entwickle ich, das zählt gar nicht. Aber, warte, gehen wir erstmal nach HP. Dann können wir hier erstmal die ganzen Tränke verbrauchen. Das ist eigentlich nicht der Normalfall, dass ich so viele Verletzte habe. Aber ich habe schon öfters immer viele Verletzte, weil, jetzt kommt's, ich eigentlich alle Tränke wegschmeiße. Jeder hat sein eigenes System, wie viel er von was behält. Und ich habe gar keine Tränke. Ich sage das allen Leuten, Tränke sind unnötig eigentlich. Man kann immer mit den Verletzten rumlaufen, das ist doch kein Problem. Und wenn man dann Tränke bekommt, kann man direkt die verwenden und heilen. Anstatt welche in Reserve zu haben, die man echt nie benutzt. So, normale Leute, Spieler, haben ja alle ihre Pokémon geheilt. Jederzeit. Und dann haben sie aber noch extra Tränke und Beleber in ihrem Inventar. Und jetzt gehen sie zum Beispiel kämpfen. Und danach verwenden sie die Tränke und Beleber im Inventar. Und dann gehen sie zum Beispiel farmen. Zum Beispiel Parsing jetzt. Paar Stunden und dann drehen sie viele Stops und kriegen wieder Tränke und diese Tränke werden eigentlich nicht verwendet. Manche stapeln sich wieder, damit das Inventar wieder aufgestockt wird und dann, wenn zu viele, weil wenn man längere Zeit im Parsing bleibt mit den ganzen 11 oder 13 Stops, dann kriegt man sehr viele Items, dann schmeißt man wieder was weg und dann muss man sich entscheiden, was schmeißt man weg. Und für mich ist der Top-Kandidat immer die Tränke und Beleber, weil man kann eigentlich immer mit toten Pokémon rumlaufen und dann, wenn man zum Beispiel in Parsing ist oder wenn man mal mehr Tränke bekommt, also wenn man mal mehr an Stops rankommt und dann die Tränke reinkommen, kann man direkt seine Pokémon heilen und dann hat man immer Platz, da hat man sozusagen versteckten Platz. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Da kannst du zum Beispiel jetzt deinen Beutel, deine 1,5 maximieren, voll ausnutzen mit Bällen und Bären und dann immer, wenn du Tränke reinbekommst, kannst du die direkt verwenden. So hast du immer mehr Platz, sozusagen. So, Pseudo-Platz, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die Tränke und Beleber zum Beispiel bräuchte ich jetzt eigentlich gar nicht. Das macht jetzt zwar keinen Sinn, weil ich eh 300 Plätze habe, aber sagen wir, ich gehe morgen nach Parsing und alles ist voll. Das erste, was fliegt, sind eigentlich die Tränke. Damit ich zum Beispiel die Bären voll machen kann, damit ich füttern kann, damit die Arenen auf Gold werden, damit ich mehr Staub bekomme und sowas. Und man braucht die Tränke und Beleber halt eigentlich, jetzt habe ich die gespart, weil ich halt die ganzen Solo-Raids mache und Duo-Raids. Da brauchen wir halt die, damit ich schnell wieder alles heilen kann und mehrere Versuche, also da gehen die relativ schnell weg. Aber ansonsten, so an normalen Tagen, ich schmeiß echt alle Tränke und Beleber weg und tue halt lieber andere Sachen in den Beutel, wie zum Beispiel halt Bären oder Bälle. Vor allem Bälle für kommende Events. Aber bei den Bällen habe ich da auch ein System. Pokebälle schmeiße ich zum Beispiel immer weg, also nicht immer, aber ab 300 ungefähr. Weil Pokebälle echt häufig sind. Die kriegst du so schnell wieder rein.
Und Superbälle bleiben eigentlich immer so, ungefähr, bei 100. Weil ich mit denen eigentlich immer fange. Und mit GoPros halt die Bälle, die Pokebälle, die normalen. Und Hyperbälle kann man eigentlich nie genug haben. Weil wenn man irgendwann mal zu viele Hyperbälle hat, schmeißt man einfach die Superbälle weg und fängt ein bisschen mit den Hyperbällen. Lockmodule eigentlich auch immer 0, aber jetzt habe ich momentan welche wegen der Box. Und von den zwei habe ich nie genug. Wenn ich mal zu viele gelbe Bären habe, dann benutze ich die für Taubsies, Ladybars, Radfratz und so. Dann mache ich mir mein eigenes Doppel-Candy-Event. Und bei den goldenen habe ich halt immer so viel, wie es geht. Und dann verwende ich die halt für Perch Knights und Topspawns und so. Aber ich mache auch nicht so viele Raids wie manch andere. Also bei jedem ist halt echt unterschiedlich, weil manche machen so viele Raids, der Beutel platzt einfach. Und dann, von diesen Items habe ich eigentlich nie welche. Ich habe jetzt ein paar aufgehoben, weil ich ein paar Entwicklungen machen will demnächst. Für ein Video, aber ansonsten habe ich da echt immer null. Weil eigentlich brauche ich die gar nicht mehr. So. Einmal noch ein bisschen und dann war es das eigentlich. So. Den hier. Und den hier. So, das war's. Das war so mein Tipp, dass ich immer mit halbtoten oder toten Pokémon rumlaufe und den Platz im Beutel für andere Sachen verwende, anstatt Tränke. Und dann die Tränke halt sofort benutze für die toten Pokémon. So mache ich mir sozusagen einen Pseudo-Platz im Beutel, damit ich mehr Platz habe für die wichtigen Dinge sozusagen. Zumindest die Sachen, die für mich wichtig sind, wie zum Beispiel die Bälle oder Bären. Und dann halt nur die Tränke sammeln, wenn ich die halt echt wirklich brauche. Wenn ich weiß, ich mache viel Arenen oder halt die Duo-Solo-Raids und die Tränke brauche, dann sammle ich die an. Aber im Normalfall habe ich echt immer null Tränke, null Beleber. Das ist eigentlich so mein Tipp, der echt bisher nie gut ankam. Keiner vertraut mir, aber glaubt mir Leute, ich bin zufrieden damit. Probiert selber aus, hinterlasst eure Meinung, wie viele Sachen habt ihr immer so. Was ist euer Plan so, wie viele Tränke behaltet ihr immer, wie viele Bälle, wie viele Bären, wie viele von den Entwicklungs-Items. Schreibt das alles unten in den Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.